Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner kleinen Inselrunde hier unter Kannibalen und Mutanten in the Forest. Ja, wir sind hierhin auf diese Landzunge schon mal vorgegangen. Heute geht's ins Sinkhole und jetzt seht ihr ja, ich gehe hier diesen Weg, wo es zu der Höhle geht. Die uns zum Bogen gebracht hat. Genau da werden wir jetzt auch wieder hingehen. Nur noch tiefer runter. Und da geht es dann zum Sinkhole. Das ist der offizielle Weg. Wir werden uns hier langsam durcharbeiten. Nicht wahr? Ah, Armbanduhren haben wir alle. Tennisbälle brauchen wir nicht. So. Hier müssen wir tief, tief runter. Also, es dürfte eigentlich nirgendwo mehr irgendwelche Monster unterwegs sein hier, weil wir haben ja schon alles geschlachtet. Richtig, richtig. Genau. Hier ist das Dingen. So. Leuchter wieder an. Juhu. Wir waren hier ja schon mal, deswegen kennen wir das ein bisschen, ne? Wir müssen da runter, genau. Hier geht's runter für uns. Ach so, wisst ihr, was ich ganz vergessen habe? Hat man mir gestern noch mal klar gemacht. Man kann ja den Bogen mit der Taschenlampe und Klebeband, glaube ich, so bauen, dass der Bogen leuchtet. Yeah. Gute Sache, ne? Aber das Grund, den Bogen immer schön wegzustecken. Jetzt müssen wir hier runter. Wir brauchen gleich eh die Kletteraxt. So, war hier schon die Wand? Nee. Da müssen wir noch ein tiefer. Yep. Ab jetzt geht es auch richtig tief runter, bevor wir ans Klettern kommen. Ja, hier läuft alles, ne? Gehen wir da weg. Jetzt müssen wir erstmal darüber klettern. Genau. Hier. Hau rein, das Ding. So. Das war nicht der ganz korrekte Weg. So, und dann müssen wir da auch wieder rüber klettern. Hä? Wieso zeigt er mir denn jetzt hier das Steine sammeln an? Und dann geht's hier weiter runter. So, bis wir zu irgendeinem Ort kommen, an dem wir tauchen können. Aber erstmal kommen wir gleich da, wo wir die Spinnen geplättet haben. Da müssen wir erstmal hin. Ah. Upsa. Ne, hier war das noch nicht. So, warte. Da ist das Seil. Gut. So. Ist auch schön hier mit der Taschenlampe. Batterien sollten wir genug mit haben.
Ja, dann müssen wir hier einmal durch. Exakt. Ja, genau. Da hinten kommt gleich. Hier geht es gleich runter. Da können wir schon mal durchgucken. Da rennt irgendwo der Armsi rum. Ja, den wir von hier leider nicht platt machen können. Habe ich schon mal versucht. Geht nicht. Also ich habe es zumindest nicht hinbekommen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich meine zwar, ich habe alle Taucherflaschen voll. Ja, gut. So. Genau, dann geht es hier wieder ordentlich tief runter. So, und jetzt weiß ich nicht, ob hier schon die Stelle zum Tauchen war. Ich glaube aber nicht. Oder doch? Nee, nee. Genau. Hier sind wir runtergekommen und hier geht's weiter. Genau, hier kommt die gute Stelle, wo wir schon mal speichern können. Genau das tun wir jetzt auch. Ah, ich speichere mal auf dem Spielstand. So. Jetzt können wir uns hier nochmal aufwärmen. Soweit ich meine, war hier auch ein Feuer. Ja, da. Genau, lass uns mal eben das Wasser wieder abschütteln hier. Genau, dann kommen wir da nachher hin, wo die Spinnen waren. So, warm genug hier. Normalerweise sind hier überall Monster, Kannibalen. Aber die haben wir ja alle schon weggemacht, zum Glück. So. Hier sogar zweimal, deswegen dürften hier jetzt gar keine mehr sein. Genau, und wenn wir hier sind, müssen wir uns links halten hier. Und noch weiter links. Und dann kommen wir hier nochmal an so einen Zaun. So, und hier müssen wir laufen. Bis wir, glaube ich, an diese Tauchstelle kommen. Ab jetzt sind meine Erinnerungen so ein bisschen verblasst, aber das sieht gut aus hier, ne? Genau, hier sind die Tauchstelle. Hier ist diese Tauchstelle. Genau. Ah ja. Ja, genau, hier sind wir richtig. Hier haben wir noch eine Kassette mit Nebenwirkungen. Ah, hier ein Videoband. Mittagessen. Nebenwirkungen. Die können wir mal ausrüsten und können uns das auch noch mal angucken. Da seht ihr die Nebenwirkungen. Ihm ist kalt. Wir sollten uns gleich noch mal schnell aufwärmen. Ja, aufgewärmt wird mit einer Fackel. Dort sind dann mal an hier. So, ich glaube, den Taucheranzug kann ich jetzt auch erstmal ausziehen. Ja. So. Hier müssen wir jetzt gucken gleich, wenn wir aufgewärmt sind, dass wir hier Dynamitstänkchen verdröseln. So, dann können wir trinken. Dann geben wir mal Dynamit. Zünd das an hier.
Ach. So. Ja, piept ein bisschen in den Ohren. Und jetzt wird es ein bisschen gefährlicher. Jetzt kriegen wir hier einen Armsi zu Gesicht. Irgendwo kam man hier nämlich auch hoch. Also die Armsis haben wir aber noch nicht weggemacht. Hier müsste sich eigentlich zwei Armsis tümmeln. Aber nee, ich sehe keinen. So, vier Steine, da war es immer richtig auf, ne? Habe ich die Armsis schon weggemacht? Hier war ich doch noch nie. Wieso sind die weg? Also, ihr Lieben, normal habt ihr nicht so ein Glück wie ich hier. Hier rennen normalerweise zwei Armsis rum. Aber gut, da die nicht hier sind, gehen wir hier weiter. Und eigentlich müssten hier auch überall Kannibalen sein. Ich verstehe das nicht. So. Diese blöden Tore, ne? Ich habe die doch alle noch nie weggemacht. Hä? Weiß nicht, wann das passiert sein sollte, aber gut. Hier haben wir nochmal, glaube ich, das letzte Teil für das Spielzeug. Ja. Aber wir stehen ja hier gerade safe. So. Wir haben den Gottfaser. Ziemlich Spielzeug ausrüsten. Kann man da was mitmachen? Nö, das sieht nur toll aus. Habe ich noch nie alle Teile zusammengesucht. Ist das erste Mal tatsächlich. Also auch weil es mich nicht wirklich interessiert hat, ne? Bisher. So, wir müssen schon vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass das schon alles war. Aber doch. Also. So. Hier ist der Weg ins Sinkerung. Soweit, so gut. Hier müssen wir auch wieder aufpassen. Hier gibt es nämlich, ihr seht hier, wir sind im Loch. Hier gibt es auf jeden Fall auch Mutanten. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, rennt hier ein Armsi rum. Oder sogar zwei. Hier sind schon mal ein paar Familienjungs. So, mein Pfeil hier. So, wo ist der Pfeil hin? Das ist ja blöd. Hier ist der Koffer mit dem schwarzen Anzug, wenn wen es interessiert, ne? Hier ein neues Outfit gefunden. Jetzt haben wir den schwarzen Pilotenanzug, glaube ich. Eigentlich ist hier auch noch ein Armsi. Ich will ja nur einen pullen hier. So. Den haben wir noch getroffen.
Die stehen nämlich recht gut. Das war der erste. Und das war der zweite. Wir haben also vorhin auf jeden Fall getroffen. Weil so viel Pfeile habe ich dem ja jetzt gar nicht reingejagt, ne? Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ich nehme auf jeden Fall die Schutzdinger mit. Ja. Hier noch mal kurz gucken. Da hinten sind noch Mutanten. Aber die Pfeile sind weg, ne? Ah, gut, 4 Pfeile verkackt. Na, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die brauchen wir eigentlich beim Endboss. Da ist Mr. Armsy. Eigentlich müssen wir hier schon rein und könnten uns den sparen, wer das möchte. Also wer das nicht möchte hier, kann sich das auch sparen, ne? Aber ich will hier alles sauber haben. Warum auch immer. So. So. Einer fehlt noch. Ja, schade, dass die nicht auch noch was bringen, ne? Ja. Gucken, ob wir hier noch was finden, aber ich glaube eher nicht. So, dann sind wir nämlich auch einmal rum hier. Nee, brauche ich nicht mehr. Nee, nee, hier sind wir jetzt safe. Das haben wir hier, die Platine. Genau. Hier sind die Jungs, hier ist der Armsy. Und dann, hä, wo ist der Armsy? Da. Und dann ging es doch da hinten zurück, oder nicht? Ging es ja nicht einmal rum? Ich meine wohl. Hier so? Nö. Anscheinend nicht. Gut. Wir haben uns nicht eingesperrt, keine Sorge. So. Eigentlich wollte ich jetzt nicht im Dunkeln hier rumtauchen. Aber eigentlich ist das auch scheißegal, weil wir haben ja
Oh, hier gibt es noch mal was zu saufen, ne? Nee. Wir haben ja im Taucheranzug eine Lampe. So. Hier müsste das doch sein. Genau. Hier geht's rein. Quasi in der Mitte dieses Sees. Und jetzt sind wir da. Jetzt kann schon nicht mehr viel schief gehen, ne? Ich muss nur mal eben gucken, ob wir hier jetzt richtig waren. Da, hier geht's noch weiter. Hoffentlich reicht uns die Taucherflasche. Weil hier unter Wasser können wir nicht viel machen, ne? Aber eigentlich reicht die. Hätte die vorher wechseln sollen, ne? Ja. So. Ja, das war ein ganzes End zum Tauchen. Ja, das reicht jetzt noch. So, Essen reicht auch noch. Energy ist eh am Arsch. So, hier müsste es aber dann schon sein, ne? Meine Fresse, war das echt so lang? Oje. Oje. Ich weiß gar nicht mehr, ob die sich selbst wechselt. Ich bin mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Ah, war aber ganz knapp. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist benutzen. Was essen. Was trinken. Und uns wärmen irgendwo. Wenn möglich, hier. Das ist einmal ein kleines Feuer. Ach ne, Quatsch, wir können ja hier den hier wieder nehmen, ne? Ja. Du solltest den ausrüsten, mein Gott. So. Und dann haben wir hier nochmal was gefunden. Eine schöne Malerei. Ah ja. Tauchen. Ja, haben wir gemacht. So, und jetzt sind wir schon bald da. Schon bald im Sinkhole. Ja. Hey je. So, wir müssen hier, glaube ich, nochmal irgendwie durch so einen Spalt durch. Oh. Kidoki. Drei Stück? Ich sehe zwei Stück. Die schlafen im Stehen, die Jungs, ne? Kollegen habe ich. Nimm die andere Waffe, Mann. Hä? Meine Fresse. Warum hat er denn die andere Waffe nicht genommen? Keycard. Keycard habe ich. Warum hat der Idiot die andere Waffe nicht genommen? Hat er mir ein bisschen Rüstung versaut, ne? Egal. So, müssen wir hier nochmal tauchen? Nee, ne? Oder? Nee.
Jetzt haben wir hier das Labyrinth, ne? So, nee, darum. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Doch, hier ist richtig gewesen. Ab jetzt verblassen meine Erinnerungen immer mehr hier, ne? Ich meine immer schön mittig bleiben hier. Immer schön hier auf diesem Weg geblieben. Und hier einfach weiter, ne? Ja. Ja. Ah, hier gibt es noch eine Kassette. Der Armsi-Ausbruch. Ja, dann schauen wir uns den doch auch nochmal an. Kassette, die mit Armsi-Ausbruch beschriftet ist. So. Armsi. Und er macht sie alle platt. Der mit seiner Kamera ist auch ziemlich cool. Ja. Richtig cooler Typ, ey. Oh ja, Knochen können wir mal gebrauchen. 6. 1, 2, 3. So, die dürfen wir nochmal wieder anziehen. Aber da haben wir nur noch 3 Knochen. Und es geht wieder weiter runter. Ja, es ist auf jeden Fall mal eine tiefe Geschichte hier. So, hier müssen wir wieder ein bisschen klettern. Hier müssen wir nach da oder nach da? Ich glaube nach da. Ja, seht ihr, jetzt wird es echt schwieriger. Wir testen das einfach mal. Ja, wir sind hier wohl richtig. Meine ich. Auf jeden Fall ist hier gut ausgeleuchtet, ne? So. Ja. Jetzt muss ich so lange spielen, bis ich irgendwo speichern kann, ne? Jupp. Ja, dann würde ich 2 Runden machen, wenn es nicht anders geht. Oh. Meine Batterie auch noch leer. So. Muss ich mal eben gucken. Den nicht entfernen. Auseinandernehmen. So. Jetzt muss der mal eben weg. Die Batterien hier drauf. Nicht Kopfbombe. Batterien bitte. So, den wieder drauf. Lebeband, zack. Schrei mir nicht an. Warst nicht in meiner Predigt, ne?
Du sollst das kreischend sein lassen. Das Schreien aber auch. Den habe ich mit einem Mal erwischt. Da liegt auch noch einer von mir rum. Was haben wir hier noch Gutes? Ist hier irgendwas Gebräuchliches? Sieht nicht so aus. So, das, die Taschenlampe alleine reicht ja nicht. So. Na, da? Ich glaube, geht genauso gut hier ans Wasser, ne? Ja. Jetzt rollt er gleich nämlich wieder rum. Hoch, mir ist so kalt. Aber gut, hier gibt es ein Zelt. Hier können wir speichern. Juhu. Ja, dann würde ich sagen, morgen geht es hier weiter, ne? Ich meine, das Sinkhole haben wir überstanden. Wir sind ja schon auf dem Weg ins Labor. Wann habe ich euch wieder getötet? Wieso sind die alle tot hier? Was ist denn da los? Keine Ahnung. Irgendwie möchte es mir das Spiel recht einfach machen. Hier geht's dann morgen weiter. Aber ja, jetzt werden wir hier erstmal speichern. Und ja, ich hoffe, euch hat die Runde heute gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.